dir herzliche Grüße zu der Präsentation. Es freut mich, dass wir dir das Projekt vorstellen dürfen. Wir haben schon vom Brunnenhofenfried gehört, technische Details. Ich wollte Ihnen etwas erzählen über konkret, wie Sie sich da anschliessen können, wenn Sie Interesse haben, was es für Möglichkeiten gibt. Mein Name ist Florian Söcker, ich bin Leiter der Marktbearbeitung bei den 360 Grad im Bereich Energielösungen. Und ich bin aber auch beim Bruno im Projektteam und zuständig für den Vertrieb. Also wir haben ein grosses Team, das daran arbeitet. Es hat auch noch Fachleute im Hintergrund, die da das Ganze mitplanen. Wir haben auch externe Firmen, die mithelfen. Also Sie haben ja gehört, es ist wirklich ein riesiges Projekt. Und es ist auch für uns ein Leuchtturmprojekt. Und wir haben eine riesige Freude, dass wir das umsetzen dürfen. Und ich würde es gerade mal weiterschalten. Und ich möchte Ihnen ein bisschen zeigen, wie die Perimeter aufgebaut sind. Weil viele von Ihnen werden sich wahrscheinlich jetzt fragen, wie kann ich jetzt mein Haus anschliessen? Ich meine, das ist auch ein Teil von der Motivation, wieso Sie da angekommen sind. Und wahrscheinlich werden Sie wissen, kann ich anschliessen, wer kann ich anschliessen, was kostet es? Das ist wahrscheinlich sind so die Hauptfragen. Und ich versuche, auf alle Punkte eine Antwort zu geben, so dass, wenn Sie rauslaufen, dass Sie wenigstens wissen, wie es weitergeht und an jetzt sich können wenden. Also, Sie sehen drei Farbblöcke. Ich bin selber ein bisschen farbenblind, darum muss ich da ein bisschen mit dem Ding arbeiten. Genau. Es ist ein grosses Gebiet und es ist nicht alles Lenk. Also, wir haben angrenzend am Perimeter von Lenk, haben wir da oben auch noch ein anderes Projekt. Das ist der Energieverbund Tiefenbrunnen. Der hat jetzt auch gestartet, also der Bau hat. Die Zentrale die befindet sich an Ufernähe und der grenzt an Bereich Lenk. Dann auf der unteren Seite, da, auf der südlichen Seite, haben wir Gemeinde Solliken und auch hier planen den Verbund. Und der wird dann angeschlossen an den Verbund Lenk. Das heisst, dort wird die Energie abgezogen und sie kann eine Hochtemperatur erzeugt und verteilt in der Gemeinde. Allerdings kann ich jetzt da im Detail Ihnen nicht viel darüber sagen. Ich kann Ihnen auch sagen, das ist das Gebiet, wo das Ganze geplant wird. Aber wenn es dann so weit ist, werden dann die Werke am Zürichsee, die das Ganze dann durchführen, werden dann auf Sie zukommen, beziehungsweise auf die Leute, auf die Anwohner, die dort wohnen. Und das ist eine generell unsere Philosophie, dass wenn wir so weit sind und die Informationen bereit haben, dass wir auf Sie zukommen, dann können Sie schreiben über oder ein E-Mail oder einen Flyer und dann werden Sie erfahren, wie die Etappen anlaufen. Das Projekt ist immer in einer frühen Phase. Das heisst, es findet auch sehr viel Abklärung statt. Zum Beispiel in diesen zwei Kreisen, das markierte Gebiet, da haben wir nämlich überlegt, ob wir möglicherweise einen Hochtemperaturperimeter machen können. Da kommen wir nachher noch darauf zurück, was das genau bedeutet. Konkret würden wir hier eine Unterstation bauen und das Gebiet mit hoher Temperatur beliefern. Das heisst, Sie können das direkt brauchen zum Heizen. Unten genau gleich, das ist der Perimeter B. Auch dort ist ein Umsuchungsgebiet und das bedeutet, wir können im Moment noch nicht genau sagen, ob und wie das stattfindet. Aber auch da gilt es, sobald wir Informationen haben zu diesen zwei Umsuchungsperimetern, können wir wieder auf Sie zu und dann werden Sie erfahren, wie das genau abläuft. Das ist schematisch dargestellt, ich hoffe, ich fordere Sie nicht technisch. Das ist eine schematische Darstellung, Unterschied Energienetz und Hochtemperaturnetz. Und eigentlich ist der Unterschied ganz einfach zu erklären. Wenn da auf der linken Seite haben wir das Energienetz, der zieht die Energie aus dem Zürichsee, wie Sie gehört haben, und verteilt das Ganze über ein Hauptnetz, über eine grosse Leitung. Von da wird es über einen Hausanschluss an die Liegenschaft gebracht und ab der Liegenschaft im Gebäude nachher weiterverarbeitet. Und damit Sie eben dann Nutzenergie haben, also Kühle und Hochtemperatur und Heißwasser, das ist da auf der Seite, braucht es eben eine lokale Energiezentrale. Und das ist jetzt zum Beispiel das Prinzip, das hier in der Schultersklinik angewendet wird. Also da ist eine recht staatliche Zentrale wird hier gebaut und das ist ein Projekt für sich. Also wir haben eigentlich für die Klinik haben wir so ein Unterprojekt, wo wir das Ganze planen. Und Sie sehen, es braucht nochmal eine Technik. Und das ist genau der Unterschied zu einem Hochtemperaturnetz. Der sehen Sie da auf der rechten Seite, Hochtemperatur. Das ist zum Beispiel Tiefenbrunnen und Solliken, da gibt es eine Zentrale.
wo eben das Seewasser schon umgewandelt wird, also die Energie vom Seewasser umgewandelt wird in Hochtemperatur. Und das kann man nachher raus in direkt rüber zum Heizen und von zum Heißwasser erzeugen. Dann kann man die ersten Gerne etwas fassen. Gut, und jetzt eben der grosse Unterschied ist eigentlich folgender. Jetzt gibt es da ebenfalls ein Verteilnetz, es gibt ebenfalls einen Hausanschluss, aber da gibt es jetzt einen sogenannten Wärmeduscher, das ist eigentlich eine Übergabestelle. Und da können Sie nachher die Hochtemperatur, eben die 80 Grad oder 70 Grad oder wie hoch auch immer das dann herkommt, können Sie direkt brauchen zum Duschen, zum Heizen und für was auch immer das braucht im Haus. Da können Sie aber nur Wärme nutzen. Das heisst, da oben gibt es eben beides, also da kann man kühlen und heizen, da unten kann man nur heizen, aber Vorteil, Sie brauchen keine Heizzentrale. Jetzt werden Sie sich wahrscheinlich fragen, ja, und jetzt für meine Liegenschaft, was gibt es jetzt? Und jetzt gehe ich nochmal zurück. Ihr Kreis da überlegen bei uns Hochtemperatur, das heisst, das wäre dann relativ einfach aus Sicht der Liegenschaft, da kann man sich direkt anschliessen. Und in den übrigen Gebieten, wo lenk, da, also die Kreise, da oben ist einer und da in der Mitte ist einer und zwischen denen wäre Energie. Das heisst, alle, die dort ein Haus haben, in diesem Gebiet, in denen müssen wir zuerst schauen, wie die können versorgen. Aber bitte rufen Sie uns nicht jetzt an, sondern geben Sie uns noch ein bisschen Zeit, dass wir das können in Ruhe abklären und studieren. Wie gesagt, wir können auf Sie zuhören, wenn wir so weit sind. Ihr Gebiet da unten, das ist Hochtemperatur, das da oben, das ist auch Hochtemperatur. Das heisst, Ihr Gebiet, die sind eigentlich, die funktionieren, wie Sie das kennen, klassische Energie verwendet. Und mit dieser Erklärung kann ich Ihnen ein bisschen aufzeigen, wie das funktioniert und wie Sie können vorgehen können. Gehen wir wieder weiter und möchte eigentlich noch etwas zum Zeitplan sagen. Sie können sich vorstellen, so ein grosses Projekt, das kann man nicht über Nacht realisieren, das braucht ein paar Jahre. Und konkret brauchen wir eigentlich am jetzigen Zeitpunkt, brauchen wir bis 2026, 2027, damit wir effektiv Energie liefern können. Jetzt denken Sie wahrscheinlich, das ist ja wahnsinnig, man braucht die so lange. Da könnte Ihnen der Bruno Hofer nachher beim Abbruch erzählen, aber es sind natürlich ganz viele Planungsschritte. Es braucht Baubewilligungen und Strassen aufreißen, man muss Zentralen bauen. Und das Ganze kann natürlich auch nicht einfach in einem Schlag passieren, sondern das wird etappenweise gemacht. Das heisst, Sie haben eine gewisse Zone, wo man dann mal startet. Und in dieser Zone würde man auch jeden Eigentümer informieren, dass sie genau wissen, jetzt ist die Zeit. Und wenn es jetzt ganz dringend ist, wenn Sie sagen, ja, ich habe eine Heizung, die jetzt aussteigt, in diesem Jahr oder im nächsten Jahr, dann sehen Sie, ist natürlich doch noch eine Rechtszeit, die man muss überbrücken. Also dort müssen wir dann auch schauen, gibt es allenfalls eine Übergangslösung. Das ist eine Abhängigkeit von der Größe am Objekt und von der Lokation. Also, eben, da ist noch ganz viel zum tun, aber es ist auf gutem Weg und wir sind alle zuversichtlich, dass das laufen kommt. Eine kleine Schule, das hat man schon einen Schüler verbracht, die anderen Kliniken kommen an. Dann haben wir also den Grundstock, den wir brauchen, damit das auch wirtschaftlich betrieben werden kann. Wir haben ganz viele Interessenten, auch grössere, die links und rechts liegen und mitnehmen. Und die können dann alle versorgen mit Energie und das gibt eine ganz gute Sache. Nachhaltig, günstig. Vielleicht also auch noch zum Anschliessen, was Frau Wilms gesagt hat. Es ist, wir haben auch einen Vergleich gemacht zur Fossilenlösung und gerade jetzt mit diesen hohen Energiepreisen, Gas und Öl, ist das natürlich genau die richtige Lösung. Und das ist eigentlich wirklich der Weitsicht zu verdanken vom Gesundheitscluster, dass diese Lösung jetzt auf gutem Weg ist. Wir stellen uns vor, es wäre jetzt 2015 geworden und dann müssen Sie noch die ganzen Jahre dazu zählen, bis Energie geliefert werden könnte, dann wahrscheinlich, dann hätte man schon recht viel Geld ausgegeben für fossile Beiträge und werde immer der neue war. Gut, jetzt habe ich ganz viel geredet. Ich komme zur nächsten Folie. Ja, die sagt eigentlich nur, wir schauen zu hören. Wir haben die Zukunft im Blick. Wir werden einen Beitrag leisten zum erneuerbaren Zürich. Und wir freuen uns auch auf Ihr Interesse und Ihre Teilnahme.